Hier ist die Anna. In diesem Video wollen wir zusammen den Pen Buddy Papagei aus Lungengummis machen. Dafür braucht ihr euer Lungenband und eure Lungennadel. Außerdem 47 rote, 12 gelbe, 9 hellgrüne, 9 hellblaue, 18 pinke und 3 türkisene Gummis. Wenn ihr habt, braucht ihr auch noch 2 Perlen für die Augen. Am Ende braucht ihr auch noch eine Schere. Dann geht es jetzt los. Wir fangen an mit dem Schwanz. Euer Lungenband liegt so feucht, dass der rote Pfeil oben ist und zu euch zeigt. Wir spannen immer mit 2 Gummis. Als erstes braucht ihr eure hellgrünen Gummis. Ihr nehmt 2 hellgrüne Gummis und spannt einmal nach unten. Dann nehmt ihr euch 2 gelbe Gummis, spannt einmal nach unten. 2 hellblaue. Und 2 pinke. Ans Ende wickelt ihr ein pinkes Gummi 4-mal. Bevor wir lumen, müssen wir noch auf die Nadel 2 pinke Gummis 2-mal herumwickeln. Jetzt geht ihr hier rein, drückt das 4er-Gummi weg, nehmt euch die 2 untersten pinken, lumt sie über den Stift und bevor sie jetzt auf diesen Stift lumt, zieht ihr diese 2 oben, also über das gelumte drüber und dann lumt ihr nach vorne. Dann wickelt ihr auf eure Nadel 2 hellblaue Gummibänder geht hier rein, nehmt euch die blauen Gummis, bevor ihr auf diesen Stift spannt, nehmt ihr die zwei blauen Gummis und stülpt sie darüber. Und das macht ihr auch mit den gelben und den grünen Gummis. Dann könnt ihr das auf eure Nadel abziehen. Als nächstes machen wir die Flügel vom Pen Buddy Papagei. Der Pen Buddy Papagei hält sich nämlich mit den Flügeln am Stift fest. Wir spannen wieder mit 2 Gummis. Als erstes nehmt ihr euch eure grünen Gummis und geht mit 2 grünen Gummis einmal nach unten. Dann geht ihr mit 2 gelben einmal nach unten, mit 2 türkisenen und mit 2 pinken. Ans Ende wickelt ihr ein pinkes Gummiband 3-mal. Dann könnt ihr dieses Teil lumen. Das könnt ihr jetzt auf eure Nadel abziehen. Davon braucht ihr 2 Stück. Als nächstes machen wir den Körper vom Pen Buddy Papagei. Ihr braucht dafür eure roten Gummibänder. Ihr geht von der Mitte schräg nach rechts und nach links mit 2 roten Gummibändern. Dann geht ihr auf der rechten und auf der linken Seite mit 2 roten Gummibändern 2-mal nach unten. In der Mitte geht ihr mit 2 roten Gummis 3-mal nach unten. Das Ganze verschließt ihr, indem ihr von den Seiten mit 2 roten Gummis schräg zur Mitte geht. Jetzt machen wir den Hals. Den Hals spannt ihr mit 3 Gummis, damit der Kopf nicht so schwabbelt dann am Ende. Jetzt braucht ihr wieder 2 Gummis. Ihr geht von der Mitte schräg nach rechts und nach links.
Dann geht ihr auf der rechten und auf der linken Seite mit zwei roten Gummis zweimal nach unten. Jetzt braucht ihr eure pinken Gummis für den Bauch. Ihr geht mit zwei pinken Gummis in der Mitte dreimal nach unten. Das Ganze verschließt, indem ihr von den Seiten mit zwei roten Gummis zur Mitte geht. Jetzt bringen wir die Flügel und den Schwanz an den Körper an. Als erstes den Schwanz. Den Schwanz gebt ihr auf diesen Stift. Es ist wichtig, dass die rumgewickelten Gummis nach oben zeigen. Dann nehmt ihr euch eure Flügel und die gebt ihr auf diese zwei Stifte. Jetzt nehmt ihr euch das Dreierpink rumgewickelte und gebt es wie ein Bogen auf diesen Stift. Jetzt braucht euer Pin-Buddy-Papagei noch so einen witzigen Puschel. Dafür nehmt ihr euch jede Farbe einmal und wickelt es um die Nadel zweimal. Und diese Teile zieht ihr jetzt auf ein rotes Gummiband. Dann gebt ihr beide Enden auf die Nadel. Und mit den roten Gummis macht ihr einen Knoten. Mit dem roten Knotenband gebt ihr es auf diesen Stift viermal. Nun machen wir noch die Augen und den Schnabel vom Pen-Buddy-Papagei. Die Augen habe ich schon auf ein rotes Gummiband gezogen. Wie das geht, zeige ich euch in meinem Augentutorial. Die Augen gebt ihr auf den zweiten Stift. Dann zieht ihr euch eure Augen auseinander. Jetzt zieht ihr hier in der Mitte zwei rote Gummibänder. Dann nehmt ihr euch das obere und gebt es über diesen Stift. Jetzt machen wir den Schnabel. Dafür braucht ihr eure gelben Gummis. Ihr wickelt ein gelbes Gummi um die Nadel viermal. Jetzt nehmt ihr euch zwei gelbe Gummibänder und gebt sie doppelt erstmal auf die Finger. Dann nehmt ihr das und gebt es auf die Nadel. Und auf das zieht ihr das vierer rumgewickelte Gummiband. Dann gebt ihr beide Enden auf die Nadel. Und das Ganze zieht ihr auf ein rotes Gummiband. Jetzt ist mir mein Schnabel gerade vom Gummi geflutscht, aber ich habe es nochmal schnell neu gemacht. Es ist aber auch wirklich knifflig, weil es ist richtig eng. Und diesen Schnabel gebt ihr unter die Augen, also auf den dritten Stift. Zum Schluss spannen wir noch Dreieckbänder, damit am Ende nichts auseinanderfallen kann und dann können wir lumen. Ihr nehmt ein rotes Gummiband und gebt es über diese drei Stifte.
Dann ein weiteres über diese drei. Jetzt können wir lumen. Ihr drückt hier den Schwanz weg, ihr könnt es auch mit der Hand weghalten. Nehmt euch die obersten zwei roten, lumt sie nach vorne und dahin, wo sie herkommen. Dann geht ihr hier nochmal rein, nehmt euch die nächsten zwei, lumt sie nach vorne und dahin, wo sie herkommen. Und die letzten zwei, das müssten dann die pinken sein. Jetzt geht ihr hier rein, drückt alles weg und nehmt euch diese zwei roten Gummibänder und lumt sie nach vorne. Das gleiche macht ihr auf der anderen Seite. Jetzt lumt ihr in der Mitte einmal nach vorne, die pinken. Dann gleich nochmal. Dann geht ihr hier, drückt das Dreieckband weg, nehmt euch die roten und lumt sie einfach auf die Flügel. Das gleiche auf der anderen Seite. Jetzt geht ihr hier rein, drückt die Flügel weg. Nehmt euch die zwei roten Gummibänder und lumpt sie zur Mitte. Das gleiche auf der anderen Seite. Drückt ihr das runter. Jetzt lumen wir den Hals und aufpassen, ihr müsst drei rote Gummis nach vorne lumen. Jetzt geht ihr hier rein, nehmt euch die obersten zwei, lumpt sie nach vorne dahin, wo sie herkommen. Nehmt ihr euch die nächsten und die letzten. Das gebt ihr einfach über den Schnabel und den Schnabel könnt ihr dann da rausdrücken. Jetzt geht ihr hier rein, drückt alles weg, nehmt euch die untersten zwei roten und lumpt sie nach vorne. Dann geht ihr hier rein, nehmt euch die zwei roten und lumpt sie nach vorne. Dann auf der linken Seite. Dann lumpt ihr in der Mitte einmal nach vorne, drückt das Augenband weg, einfach auf den Puschel, dann nochmal schön runterdrücken. Dann geht ihr an den Seiten, drückt das Augenband weg und lumpt es nach vorne. Das macht ihr auf der anderen Seite auch. Dann geht ihr hier rein, nehmt euch die zwei roten und lumpt sie schräg zur Mitte. Das gleiche auf der rechten Seite. Zum Schluss müssen wir noch einen Knoten machen und den Pen-Buddy-Papagei abziehen. Ihr macht hier oben mit einem roten Gummiband einen Knoten. Jetzt abziehen. Jetzt ist euer Pen-Buddy-Papagei fertig. Jetzt müssen wir nur noch diesen Puschel hier oben aufschneiden. Ihr geht durch alle Gummis durch und schneidet es auf. Wenn ihr wollt, könnt ihr eurem Papagei noch eine hübsche Schleife verpassen. Das geht so. Dafür braucht ihr eure dunkelgrünen Gummis. Ihr spannt hier unten zwei dunkelgrüne Gummis nach unten. Dann stecht ihr mit der Nadel hier unten durch. Dann nehmt ihr euch ein einzelnes türkisenes, gebt es hier unten durch und dann gebt ihr beide Enden auf die Nadel. Damit macht ihr einen Knoten. Dann könnt ihr eure Schleife abnehmen. Jetzt müssen wir sie noch am Papagei befestigen. Dafür dreht ihr euren Papagei einmal um.
Dann stech dir mit der Nadel hier durch den Hals durch. So, dann dreht ihr es wieder um. Dann steht jetzt hier der Haken raus. Dann nehmt ihr euch das Knotenband eurer Schleife, gebt es auf die Nadel und zieht es nach hinten durch. Wenn ihr es hinten habt, zieht ihr dann nochmal feste dran. Und fertig ist euer Papagei. Jetzt will er natürlich noch auf den Stift. Ihr zieht euch die Flügel ein bisschen lang, dass dann in der Mitte ein Loch entsteht. Das macht ihr auf beiden Seiten. Und mit diesem Loch befestigt ihr es auf dem Stift. Einer und der zweite. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Und wenn ja, gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Tschüss, eure Anna.